Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Kornwelt unterwegs und wir sind bereits in Folge 18. So schnell geht's. Und wir sind dabei, die letzten Reste Stroh heute auf jeden Fall fertig zu machen. Heute wird Stroh zu Ende gebracht. Das hat auch schon mal was. Ich werde jetzt mal hier nicht vorne anfangen, sondern ich werde jetzt hinten den kleinen Reststreifen wegnehmen und dann die letzte Spur ansetzen. Und ich hege die Vermutung, dass wir mehr wie einen brauchen, aber komplette zwei werden es wohl nicht mehr sein. So einfach ist es. Ja, unser Streudünger ist schon wacker dabei. Wir müssen und können natürlich auch schon unsere Sämaschine ansetzen an dem Feld, was wir schon gedüngt und gegrubbert haben. Und wir können natürlich auch hier den Grubber hinterher schicken, hinter dem Streudünger. Auch das sind alles Sachen, die wir heute auf jeden Fall in die Wege leiten wollen, neben dem Stroh halt. Und dass wir sehen wollen, dass wir oben endlich das Sojafeld fertig gemacht kriegen. So, ja, aber wie gesagt, es geht langsam voran, weil der Feldgröße her finde ich, dass das eigentlich alles einigermaßen vernünftig läuft. Eine ganz nicht ganz unwesentliche Sache habe ich noch vergessen. Wir sollten eigentlich auch noch mal sehen, dass wir noch eine Runde Öl holen. Sprich mit dem Zug fahren und Öl holen, weil wir hatten ja unsere Ölfrüchte schon eingeliefert oder abgegeben oder eingelagert in das passende Produktionssilo. So, das wieder anschmeißen. Gucken, dass wir das richtig mitnehmen. Ja, das sieht doch gut aus. Und schon fahren wir zurück. Und dann werden wir noch ein weiteres Mal fahren müssen. Und dann werden wir mal gucken. Ja, noch so ein bisschen was, was wir machen können auf jeden Fall. So lange dauert es gar nicht mal, so einen Wagen mit Stroh voll zu machen. Bloß wir haben sehr viele Wagen. Das ist der ganze Trick. Ne? Das ist der ganze Trick dabei. So, was sieht gar nicht mal so schlecht aus, glaube ich. Also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass es noch ein Wagen maximal ist, den wir jetzt gleich fahren müssen. Der ist jetzt gleich automatisch voll. Es nimmt auch wieder Geschwindigkeit auf. Das bringt mir den Spaß zurück. Und wie gesagt, das werden wir mit dem anderen Rest hier gleich auch noch machen. Dann haben wir den Part auf jeden Fall erledigt. So, und erstmal eine Runde vom Stroh los. Das war ja auch Sinn und Zweck, dass man so ein bisschen im Voraus produziert hat. Und das haben wir dann auf jeden Fall. Ich glaube, zum Grasmähen werden wir einfach mal hier auf den Streifen da fahren. Den seht ihr ja dahinter auch. Ne? Ich glaube, das wird meine. Da müssen wir zwar einmal kurz die Schienen überqueren, aber das werden wir überleben, schätze ich. Unser Brachland hier rechts von uns hat ja leider kein Gras. Das hätte ich auch gerne direkt vor unserer Haustür hier gemäht. Aber das sieht da nicht nach aus. Ich würde nur gucken, ob jetzt hier irgendwo noch Gras anfängt. Aber das ist alles eher so ein bisschen steppenmäßig anscheinend. Ne, obwohl. Oh ja, hier vor der Haustür können wir auch mähen. Ja, das ist ja noch einfacher. Das ist ja cool, da brauchen wir nicht mal Wiesen anlegen. Wir haben ja überall Gras. Das ist doch super. So. Da sind wir wieder. Und ich bin auch mal gespannt. Wir werden am
wenn ich den letzten Transporter immer reinbringe, dann werden wir mal gucken, wie viel wir hier auf Lager haben. Das würde mich echt interessieren. Ich habe die ganzen Wagen jetzt alle gar nicht mehr so mitgezählt, muss ich zugestehen. Gucken, was dann insgesamt zurechtgekommen ist. Wir müssen ja bedenken, dass wir auch schon eine sehr gute Ladung davon auch zu den Tieren gebracht haben. Darf man ja auch nicht vergessen, ne? So, ja. Ja, hier könnten wir auf jeden Fall eine kleine Silage machen noch für die Kühe. Das wäre, glaube ich, mehr als sinnvoll. Und wir können natürlich auch irgendwann einfach mal gucken fahren, was aus unserer Saatgutproduktion geworden ist, ne? Weil die hatten wir ja auch angeschmissen. Da dürften ja auch schon einige 1000 Liter gelaufen sein. Da müssen wir einfach dann mal auf die Bestände gucken, was da ist. Aber wie gesagt, Stroh war jetzt die oberste Aufgabe, damit der Streudinger hier loslegen kann. Und dafür wollen wir das hier erstmal zu Ende bringen. Ja, und dann werden wir mal über die Brücke zu unser Feld 45, ist das dann, glaube ich, die erste Seemaschinenfahrt machen. Das ist, glaube ich, das nächste. Und da möchte ich echt gerne mal den Zug bewegen. Jetzt schon immer sozusagen das als Belohnung vorausgeschoben und erst die anderen Arbeiten gemacht. Aber irgendwann wollen wir damit auch los, ne? So simpel ist es, ja. Das kriegen wir auch hin. Na komm, irgendwann muss mal der Stroh da zu Ende gehen. Noch taucht es immer weiter am Horizont auf, sozusagen. Ich hoffe, dass es nur so weit gehen, wie wir Kapazität haben, weil ich dachte eigentlich, dass das hier der letzte Transport wäre, aber so wie es aussieht, wird das knapp. Ne? Nee, da ist es zu Ende. Und damit dürfte das eigentlich noch bequem reingehen hier bei uns. 40.000 Marke knacken wir noch, aber voll werden wir auf jeden Fall nicht. So, da wir nicht voll sind, müssen wir jetzt die Sachen selber hochnehmen und aufnehmen. Aber das ist kein Ding. So, dann bringen wir das noch wieder zurück. Das ist auf jeden Fall Sache. Und ich wollte auch mindestens noch die. Wisst ihr, da vorne kommt nämlich der Streudünger schon, ne? Da seht ihr ihn fahren. Der ist nämlich schon so langsam bei der Hälfte und arbeitet da munter vor sich hin. Das sollte er aber ja natürlich auch. War ja Sinn und Zweck der Geschichte, ne? Ja, dann bin ich mal gespannt, wie viel wir gleich auf Lager haben vom Stroh. Und dann brauchen wir es ja nur, um die Schweine und die Kühe zu versorgen. Deswegen sollte das mengentechnisch eigentlich gehen. So. Fahren wir wieder mal auf unseren Rundkurs. Oder fast einen Rennkurs ausmachen. So. Nehmen die gezogene Kurve hier. Das war alles wunderbar. Ich habe festgestellt, dass wir vor und hinter dem Hof sehr schöne Aasflächen haben. Mehreren Seiten. Was auch schon mal sehr lobenswert ist. So. Gut. Also als erstes raus damit. Dann stehen wir auch schon gleichzeitig wieder auf über dem Füllrohr. Aha, ich kann aber mit dem. Doch, da geht.
Was haben wir hier? 5 Millionen Liter Trockenlager. Okay. Da haben wir es. 414.000 Liter Stroh haben wir an Bord. Und die Kühe und die Schweine sind versorgt mit... also wir hatten auf jeden Fall schätze ich eine 500.000 hatten wir an Stroh gemacht. Das ist doch schon mal ordentlich. So. Dann fahren wir jetzt hier. Fahren wir von hier hinten auf den Platz. So. Fahr durch einen der Tunnel. Und stell ihn mal hier an der Seite ab. So. Wir steigen aus. Die guten Seemaschinen. Da können wir noch kurz in die Garage gucken. Da haben wir auch zwei von. Ihr seht, die braucht nämlich nur 280 PS. Das ist also durchaus nicht viel. Und da wir die guten Jungs sind und die haben mehr, ne, klar. Aber da der Optimum hier noch nicht im Einsatz war, ist er jetzt am dransten. So simpel ist es. Er wird sich jetzt eine dieser wunderbaren Seemaschinen hier schnappen. So. Ein ganz ordentliches Ding. Wir werden jetzt hier, bevor wir weiterfahren, mal die Frucht umstellen auf Mais. Ich hatte ja gesagt, ich wollte gerne noch eine Runde Mais machen. So, mit 53 ist er auch nicht um die langsamste Maschine. Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt am Anfang werde ich den jetzt noch so losschicken, das heißt, das Saatgut wird er noch dazu holen. Späterhin werden wir halt die Jungs auffüllen. Ne? Machen wir die Klappe dazu, weil die eine Klappe für Saatgut war noch auf. So. Ja, wir passen eigentlich auch relativ gut auf die Straße. Wir können natürlich jetzt noch einmal hier unsere Rundumbeleuchtung anmachen. So. Ja, das ist ein Auseinanderfahrsystem. Also der ist jetzt hier kein... Also er entfaltet sich schon, aber er fährt sein System halt auseinander. Deswegen werden wir mal gucken, dass wir ihn hier auch gleich vernünftig hinstellen. Und auch den werden wir dann gleich den Berg hochtreiben sozusagen. Er kann die verschiedensten Früchte machen. Wenn der Streudünger dann oben so weit war, weil wir werden uns dann gleich auch nochmal um das andere da oben kümmern. So, dann werden wir jetzt das Ganze mal auseinanderfahren. Da sieht man das Spektakel. Ne? Er zieht jetzt die ganze Systemreihe ran. So. Und da seht ihr die Arbeitsbreite, die er hat. So, ich mache jetzt die Rundumbeleuchtung aus. Sieht auf dem Feld ein bisschen albern aus. So, und da geht's los. Und da seht ihr, er macht es. Ne? Jetzt wird hier also Mais gepflanzt. Ne, wir haben also gedüngt, wir haben hier gegrubbert und jetzt sehen wir hier gerade. Und ich steige aus und hoffe, dass ich nicht über den Haufen gefahren werde. Ja, da ist er doch munter am Arbeiten. Zieht das gute Stück vor sich hin und ich renne hier wieder mal den Berg hoch. Das habe ich ja schon mal gemacht. Um zu gucken, da hinten ist ja unser, ne? So, und er sagt bestimmt schon wieder, nee, kann nicht, muss ins Bett. Nee, muss ins Bett, wird er nicht sagen, aber auf jeden Fall werde ich jetzt, bevor ich die Reste hier mit ihm mache, na komm her, einmal fahren kannst du noch. Im Prinzip ist es egal, wie rum. Das hätte jetzt eh nicht mehr in den Tank gepasst, dann
tanken wir ihn halt nochmal ab. Wow, das ist ein ganz schön dieser Untergrund hier, würde ich sagen. Dann werde ich da noch einmal den Helfern sitzen. Ja, da hinten seht ihr den Grubber schon stehen. Der Streudünger, der kommt hier als nächstes ran. Ich habe ihn auch noch nicht hergeholt. Den, also den zweiten Streudünger auch nicht hergeholt. Was einfach daran liegt, dass ich jetzt hier dass ich hier auf der Seite anfangen möchte, wo wir jetzt gleich fertig werden. Mal gucken, ob ich hier eine andere Linie fahren kann. Weil vorhin war die Hilfe ja am Strich fahren, sozusagen. So. Dann setzen wir mal den Helfer wieder an. Er erkennt auch, dass er was ist. Und dann kann er hier noch ein, zwei Mal hin und her fahren, bis wir dann selber hier wieder Hand anlegen, sozusagen. Ne? Da sieht man ja die Feldgrenzen. Auch von der Musterung sieht man, dass das dazu gezwungen ist, wahrscheinlich schräg zu gehen. Ja, aber wie gesagt, da werden wir uns immer überraschen lassen. Aber das Überraschen lassen kommt erst beim nächsten Mal. Wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ja, dann bedanke mich recht sehr fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben, über einen Share teilen, sprich wie auch ein Abo freuen, wenn es euch gefallen hat. Und bedanke mich auch ganz herzlich bei all denen, die das schon getan haben. Ja, und mit den Bildern dieses Dreschers sage ich dann bis morgen.